Perisic. Perisic. Der ist gut. Tor! Mit dem Kopf. Schwer gemacht. Eben noch die kritische Situation auf der anderen Seite. Und dann die Flügelzange des Abends. Perisic. Koman. Da ist Lewandowski, setzt ihn durch, der Ball ist irgendwie im Tor. Er macht sein Ding. Was war das für ein Tor von Robert Lewandowski? Überhaupt nicht seine Art, aber irgendwie wollte er dieses Tor unbedingt machen. Thiago lupft ihn rein, Müller ist da! Das ist Thomas Müller! Sitzt draußen, kommt rein in so einer Phase und macht so ein Riesentor. Co-Produktion, Thiago und Thomas Müller. Es ist elementar, dass du gleich gut reinstartest, egal in welchem Turnier das ist. Und die Champions League ist auch in der Gruppenphase elementar. Jetzt haben wir 3 Punkte, vor allem ein wichtiges Heimspiel gleich gewonnen. Und ja, das gibt Auftrieb, dann gerätst du nicht sofort unter Druck und gibt uns auch selig Schwung für die nächsten Partien. Tottenham war letztes Jahr im Champions League-Finale, haben eine sehr gute Mannschaft, haben einen guten Trainer, sind sehr gut organisiert und spielen wirklich guten Fußball. Deswegen freue ich mich auf ein Spiel, in dem 2 gute Mannschaften spielen und ein großer Abend auf der europäischen Bühne. There's no foul. Tottenham looking to profit. Son's in again. Manuel Neuer can't stop that one. Kimmich selber versuchen. Selber versuchen. 1-1. Wieder bleibt liegen. Guckt zum Schiedsrichter, aber das Spiel läuft noch. Und Lewandowski nutzt den Freiraum, der da plötzlich ist. Gets it back from Gnabry, wants to take a run at Aurier, too quick for him. Bayern Munich flooding forward, it's Serge Gnabry, still, oh, that's a really good goal. Gut ist das Stichwort, Tolisso und nochmal Gnabry, er macht ihn zum Doppelpack. Noch ziemlich frisch. Und was ist das für eine Ballannahme? Was ist das für ein Auftritt? Serge Gnabry zum 3. Coutinho. Lewandowski! Das halbe Dutzend ist voll. Jetzt sind wir beim Tennisergebnis. Gnabry. Gnabry! Wie verrückt ist das denn hier? Ich denke, das 7-2-Ergebnis natürlich schon die Welle macht. Wir dürfen aber natürlich nicht jetzt übertreiben und müssen weiterhin hart arbeiten. Aber für die Gruppe war es bestimmt ein ganz gutes Zeichen und für uns mit den 6 Punkten jetzt in 2 Spielen super. Ich glaube, wir waren heute Zeuge eines denkwürdigen Tages. Heute Abend hat unsere Mannschaft, glaube ich, etwas Geschichte geschrieben, würde ich sagen. Servus. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, wir wollen die beste Ausgangsposition haben, das heißt, wir möchten unbedingt Erster werden. Wir haben das Spiel in Tottenham gewonnen. Es ist ein Konkurrent, der in den letzten Jahren auch auf Augenhöhe jetzt gespielt hat und deshalb wollen wir unbedingt Erster werden. Jetzt spielen wir in der Champions League auswärts hier in Piraeus und wollen dieses Spiel gewinnen, weil uns das natürlich weiter nach vorne bringt in der Gruppenphase der Champions League. Rücken sie gut nach, da kommt dann auch die Flanke in die Mitte und da ist die erste große Chance. Und war der drin? Ja, anscheinend war der drin. Flanke, Lewandowski ist da mit der Ablage, mit dem Kopf. Toller Torschuss und Tor! 1-1 und wer sonst außer Robert Lewandowski. Hoch, Levi, plötzlich frei, Levi mit dem Tor für die Bayern. 2-1, 62. Minute, wir können es gar nicht fassen. Tolisso! Wunderbar. Hartes Stück Arbeit, schwieriger Kampf natürlich. Wir hätten es natürlich viel lieber leicht gehabt, aber wir mussten es wieder so nehmen, wie es gekommen ist, mit den 2 Gegentoren. Dass wir wieder 3 schießen mussten, hat zum Spiel ein bisschen gepasst, aber am Ende ist das Wichtigste, dass wir diese 9 Punkte haben, dass wir die Spiele alle gewonnen haben bisher. Und das ist natürlich sensationell für unseren Start, sage ich mal, in der Champions League Gruppenphase, und so muss es auch weitergehen. Allgemein ist es natürlich auch bei uns Spielern immer eine besondere Stimmung. Man hat nicht so viel Champions League Spiele wie jetzt Bundesligaspiele in seiner Karriere oder auch in der Saison. Jetzt vielleicht mal schöner Reingang. Tor! Tor! Robert Lewandowski! Knackt hier das Abwehrbollwerk. Wer sonst? Coman. Vier gegen 3. Und der kommt tatsächlich zu Perisic und der macht das 2-0. Also er darf mitmachen und mit seinem ersten Ballkontakt macht er das 2-0. Yeah, we know it's a Champions League game. As a kid, you know, you dream about playing Champions League. I'm watching on TV every single Wednesday, Tuesday. So I mean, it's exciting. I just try to stay, like I said, I just try to stay as calm as I can be on the field. Just play and have fun. Ja, es ist natürlich allen klar, dass wir uns bereits qualifiziert haben und trotzdem haben wir natürlich das große Ziel, das Spiel zu gewinnen. Zum einen, um einfach auch unseren Lauf weiterzuführen, den wir jetzt begonnen haben, also den positiven Trend fortzuführen und zum anderen natürlich auch, um als Gruppensieger aus der Nummer rauszukommen und dementsprechend motiviert werden wir auch in das Spiel gehen. Coutinho, Goretzka! Super gemacht! Ist das stark! Verzögerung wie immer, Lewandowski nochmals sicher! Bayern lassen keinen hinten stehen. Coutinho. Warum nicht? Tolisso ist wieder da. Lewandowski ist da. Der Ball ist drin. Trikot der Bayern. Einige sind, die wissen, heute kannst du hier so ein paar Champions League Tore machen wie er. Zu leicht. Wow, haut der heute wieder einen raus. Robert Lewandowski. Perisic, Lewandowski. Super. Lewandowski, Robert Lewandowski, Tor Nummer 4. Das ist überragend und es ist noch nicht vorbei. Und die nächste Möglichkeit jetzt für die Bayern, da ist Ivan Perisic schön durchgesteckt auf Corentin Tolisso. Tor! 6:0, Corentin Tolisso trifft auch hier. Ich denke, dass ab der ersten Minute, wir haben sehr offensiv gespielt, viele Situationen gehabt, auch erste Halbzeit. Wahrscheinlich, wir haben nur ein Tor geschossen, aber zweite Halbzeit, wir haben weiter Gas gegeben, weiter versucht, ein Tor zu schießen und dann läuft alles schnell. Viele Tore, viele Situationen. Wir haben wirklich super gespielt, von erster Minute bis letzte Minute, auch mit vielen Torchancen. Und ich denke, das, was wir gezeigt haben, das war wirklich klasse. Heute, glaube ich, hat die Mannschaft ein fantastisches Spiel abgeliefert, sehr seriös und auch souverän gewonnen. Ich glaube, es war der höchste Sieg in einem Europapokal einer Mannschaft, die hier in Belgrad stattgefunden hat. Und dazu möchte ich euch sehr herzlich gratulieren. Es ist ja hier fast eine Serie, die jetzt so langsam ungeheuerlich wird. Die zwei Protagonisten stehen ja hier rechts von mir. Hansi hat vor gar nicht so langer Zeit, wie lange ist es her? 3 Wochen die Mannschaft übernommen und wir haben ja jetzt eine unglaubliche Serie erlebt mit 4-0, 2-0 vorher, 4-0 und dann gibt es heute den Höhepunkt 6-0. Und das ist etwas Unglaubliches und ich finde, neben den Ergebnissen, ich glaube, das Wichtigste ist die Spielqualität. Und ich glaube, alle, die hier im Saal sind, haben Spaß an dem Spiel unserer Mannschaft und nicht nur an den Ergebnissen. Und dazu möchte ich dir und deinen Kollegen sehr herzlich gratulieren, lieber Hansi. Wir haben 2 Gründe, warum wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Zum einen natürlich, um ja, diese Souveränität, die wir jetzt in der Champions League in der Gruppe an den Tag gelegt haben, auch nochmal zu unterstreichen. Und zum anderen, dass wir uns auch wieder belohnen, damit wir wieder wissen, wofür wir das Ganze eigentlich machen und dass der auch der richtige Weg ist, so ein bisschen als Bestätigung. Natürlich dann, um dieses Selbstvertrauen vor dem Tor vor allem dann auch mit in die Ligaspiele zu nehmen. Spielergesellen. Ja, dann super, dann viel Spaß heute. Bis später. Thank you. Tottenham Hotspur ebenso eingewertet, also im Achtelfinale dabei sein. Und trotzdem haben wir schon wieder den aufs Spielfeld bringen, unser Torwarttrainer. Das ist jetzt ein Weltrekord, das ist die gemeinsame Tür des FC Bayern München. Gnabry. Und jetzt Coman mit der Chance und jetzt ist er drin. 1-0, 14. Minute. Smart turn by Lo Celso, slid away by Boateng, but here's the chance for Sesayon, who almost breaks the net. Gnabry mit Thiago, Thiago mit Davis, Pfosten, jetzt aber! 45. Minute. 45. Spielminute, Tor für den FC Bayern München. Coutinho! Wow! Jetzt hat's geklingelt. 64. Spielminute. Die Bayern erhöhen auf 3:1. Es ist historisch für uns und wir wollen nicht nur die Rekorde knacken, sondern wir wollen einfach die Spiele gewinnen. Und dass es jetzt so geklappt hat in der Gruppenphase, dass wir alle Mannschaften geschlagen haben, auswärts und daheim, ist natürlich fantastisch für uns und wir freuen uns darüber und sind gespannt natürlich, auf welchen Gegner wir treffen werden. Gnabry, good ball for Robert Lewandowski, and here's Gnabry again, and it's 1-0 for Bayern Munich. Great play. Here's Gnabry again with Lewandowski, and Serge Gnabry. Here's Gnabry, and it's 2-0. Wow. to Davis. Davis with Lewandowski in the middle. Lewandowski! And it's 3-0 Bayern Munich. 2 assists, 1 goal for Robert Lewandowski. Vom Gefühl her haben wir schon eine dominante Partie abgeliefert. Natürlich hundertprozentig kontrollieren kannst den Gegner wirklich ganz, ganz selten auf diesem Niveau, vor allem auswärts. Aber ja, ich habe schon so gesehen, dass wir eigentlich in der ersten Halbzeit schon hätten in Führung gehen müssen. Da hat nur ein Quäntchen gefehlt. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit natürlich relativ früh 2 Tore erzielt. Und das hat uns natürlich nochmal Selbstvertrauen gegeben, nochmal Energie freigesetzt. Und hinten raus haben wir es dann absolut gut kontrolliert. Und natürlich ein 3-0 Auswärtsergebnis. Also ist natürlich ein Träumchen. Ich möchte als erstes erstmal der Mannschaft und dem Trainerteam herzlichen Glückwunsch aussprechen, weil das war natürlich heute ein Faschingsdienstag, wie wir uns alle gewünscht haben. Das war großartig. Ich sage, in der Champions League haben wir natürlich mit dem 3-0 heute einen Riesenschritt gemacht Richtung Viertelfinale, Qualifikation. Das war oder ist unser großes Ziel nach wie vor, aber ich glaube, das wird der Mannschaft gelingen. Aber ihr müsst weiter die Konzentration, den Willen hochhalten, einfach um dieses Jahr die tollen Ziele, die wir ja noch vor Augen haben, am Ende des Tages auch zu erreichen. Ihr habt einen tollen Charakter, das hat man heute Abend wieder gesehen. Und ich glaube, dieser tolle Charakter wird euch weit führen, wenn ihr in dem Stil weitermacht. We started the season and then we had to stop, obviously, because of Corona. So I'm happy, you know, we got to resume the season, you know, we got to win the league at the Pokal. I used the time to, you know, rest my body. You know, it was a long season. I used the time to rest my body, you know, just mentally prepare for what's coming up next. Now, you know, our full focus right now is Champions League. Bisher hat die Mannschaft ja eine exzellente Champions League gespielt, auch in der Gruppenphase, auch das erste Spiel gegen Chelsea, 3-0 gewonnen. Nichtsdestotrotz bedeutet das noch nichts. Ich finde, die Mannschaft hat nach der Winterpause und vor allem auch nach dem Restart, jetzt nach der Corona-Pause, unheimlich gut gespielt. Und es ist nicht nur, dass wir die Spiele alle gewonnen haben, sondern auch in der Art und Weise. Das war schon wirklich beeindruckend. Und deswegen bin ich auch unheimlich zuversichtlich für die Champions League. You know, everyone's happy, everyone's, you know, excited to play, everyone's ready to play. They're a strong team, and we just gotta, you know, focus, play how we know how to play, and hopefully, you know, win the game. You know, obviously, it comes down to who wants it more. You know, the mindset of a team. The mindset right now is, you know, we fight, we fight. Jetzt läuft er an, Robert Lewandowski, wie man ihn kennt, stoppt kurz und dann, ja, klasse verwandelt, der war genau geschossen. Lewandowski legt den Doppelpack, der Perisic, 2-0. Satznodoi, das ist schon er. Emerson, Neuer vor die Füße von Tammy Abraham und jetzt Zelter-Treffer, 2-1, 44. Minute. Coutinho. So frei. Corentin Tolisso mit dem 3:1. Odriozola. Guter Kopfball. Und das 4:1. Und das ist es gewesen. Die Bayern stellen einen neuen Rekord in der Champions League auf, was Tore betrifft. 31 Treffer nach 8 Spielen, das gab es noch nie. Wir wussten natürlich schon, dass wir einen klaren Vorteil hier haben mit dem Hinspielergebnis und auch so ein bisschen mit dem Selbstverständnis, das wir aktuell auch in der Mannschaft haben, in der ganzen Truppe. Und wollten hier natürlich nicht nur irgendwo dieses Ergebnis verwalten, über die Zeit bringen, uns irgendwie da locker flockig durchmogeln, sondern wir wollten von Anfang an uns selber fordern, den Gegner fordern und ganz klar machen, dass mit uns zu rechnen ist. Wir sind zufrieden natürlich mit dem Spiel und Ergebnis. So haben wir uns das vorgestellt und ich denke, wir können uns alle freuen jetzt auf die Reise, die in Portugal stattfinden wird. Hoffen natürlich, dass wir lange dort bleiben und möglichst viel erreichen.